Salam alaikum. Einer der Schüler im Arabischkurs hat eine Frage gehabt. Und zwar geht es um die Verbmuster in der im Imperfekt, in der Gegenwart. Wenn wir zum Beispiel eines der dreistämmigen Verben haben, die häufig vorkommen in dem ersten Buch, wie zum Beispiel fataha, faqada, daraba oder alima. Wie lautet das dann in der Gegenwart? Also es ist zwar, man muss zwar eigentlich nur am Anfang einen Buchstaben hinzufügen, zum Beispiel das Ja für die dritte Person. Dann fügen wir vor Alima ein Ja hinzu. Dann heißt es Ya'lamu. Aber es kann auch Ya'limu oder Ya'lumu heißen. Und genauso bei Faqada, das könnte dann Yafqidu, Yafqudu, Yafqadu lauten. Woher weiß ich jetzt, wie das in der Gegenwart lautet? Und er hat gefragt, ob es nicht ein spezielles Wörterbuch dazu gibt. Dafür brauchst du kein spezielles Wörterbuch. Du kannst ein ganz normales Wörterbuch nehmen. Und ich habe euch am Anfang dieses hier empfohlen, das von Langenscheid. Nur als Einstieg. Nicht als ein endgültiges Wörterbuch, denn das ist tatsächlich nur für einen Einstieg geeignet. Das kannst du auch in diesem Wörterbuch herausfinden. Nehmen wir zum Beispiel, nehmen wir mal das Verb faqada jetzt, das hier vorkam. Dafür gehen wir zu fa. Wo ist das? Na, Moment. Ich muss das Buch kurz so wegnehmen. Okay. So, ich hoffe, man sieht das. Es ist vielleicht nicht ganz scharf. Wir haben das Verb faqada hier. So, das steht jetzt in der Vergangenheit da, faqada, etwas verlieren. Und hier, wenn wir mal hier schauen bei der Umschrift, da ist nach der Umschreibung dieses Verbes sehen wir hier ein I. Dieses I gibt uns an, wie das Verb in der Gegenwart lautet. Also es muss in der Gegenwart dann heißen Yafqidu, nicht Yafqudu, nicht Yafqadu, sondern Yafqidu, verlieren. Das Problem hier ist, dass manchmal, also ich habe schon einige, ich will nicht behaupten, dass ich viele Fehler gesehen habe. Dafür müsste ich nämlich einen Großteil dieses Wörterbuchs überprüft haben. Das ist aber nicht der Fall. Aber ich habe schon einige Fehler gesehen, sowohl in der Umschrift als auch in den Harakat, also in der Haraka, in dem Vokal, in der Form des Mudari, des Imperfekt. Und meines Erachtens ist die bessere Lösung folgendes, aber nur wenn man sich soweit fühlt. Es gibt ein kleines Wörterbuch in der arabischen Sprache, Arabisch-Arabisch. Es ist ein sehr kompaktes Wörterbuch, aber wird weltweit genutzt. Selbst in wissenschaftlichen Arbeiten wird das genutzt, Mukhtarus Sihah. Es ist nämlich eine Zusammenfassung eines anderen Klassikers, eines großen Wörterbuchs, das As-Sihah. Und das ist eine Zusammenfassung davon. Der Vorteil bei diesem hier ist folgender. Wir gehen mal zu dem Wort Faqada jetzt in diesem Buch. Ihr seht, das ist ein kleines Büchlein, gibt es in verschiedenen Formaten, ist nicht teuer. Der Autor hat es eigentlich geschrieben und zusammengefasst, damit man das auswendig lernt, wie er es in der Einführung erwähnt. Naja, das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Wir schauen uns mal kurz Faqada an, damit ich euch zeige, was ich hier meine. Auch wenn du das Wörterbuch nicht verstehst, ist nicht wichtig. Es geht nicht darum, dass du es verstehen musst.
Es ist mir bewusst, dass man ein Arabisch-Arabisch-Wörterbuch in dieser Phase noch nicht ganz nutzen kann, wobei ich aber empfehle, sich auf einen Umstieg vorzubereiten. Ein Deutsch-Arabisch-Wörterbuch wird nämlich niemals eine Komplettlösung sein und ist auch mit diversen Mangeln behaftet. Aber wir gehen jetzt mal zu Faqada. Faqada. Wo ist das hier? So, hier. Faqada. Okay. Faqada ist jetzt hier oben rechts. Auf der rechten Seite. Nein, hier oben links. Auf der rechten Seite, linke Spalte. So. Hier oben. Faqada. So, was sagt uns dieses Wörterbuch? Er sagt, faqada, faqadahu min babi daraba. Das ist ganz interessant an diesem Wörterbuch. Deswegen empfehle ich das. Wenn du dir sicher sein möchtest, dann schlag hier nach. Das, so wie er das hier macht, das ist sicherer als die Vokalisierung, denn bei der Vokalisierung kann Fehler auftreten. Es kann sein, dass ein falsches Vokal gesetzt wird im Druck. Aber das ist sicherer, denn er sagt hier Faqada nach dem Schema Daraba. Und er benutzt immer die gleichen Verben. Also es ist nicht so, dass er jedes Mal andere Verben benutzt. Er benutzt gängige, triviale Verben, die man kennt und die auch die Teilnehmer im ersten Kurs kennen. Also wie zum Beispiel Fataha, Daraba und so weiter. Was bedeutet das nach dem Schema Daraba? Das bedeutet, hier wird vorausgesetzt, du kennst das Verb Daraba. Wie lautet das Verb Daraba in der Gegenwart? Wir werden sagen, Yadribu. Also er sagt dir, mach mit Faqada das gleiche. Faqada, Daraba, Yadribu, Yafqidu. Das Infinitiv von Daraba Yadribu ist ja Dorben. Das heißt, das gleiche machen wir mit Faqada Yafqidu Faqdan. Nach dem gleichen Schema, das gleiche Muster. Aber da Faqada noch ein weiteres Infinitiv hat, erwähnt er das hier. Wa Fuqdanan Aydan. Also neben dem Faqdan gibt es hier für den Infinitiv des Verbes Faqad, des Master, auch das Schema Fuqdanan. So, also, vielleicht ist das eine bessere Lösung, sich auf dieses Wörterbuch zu stützen oder zumindest nur zum Vergewissern.